Wolfgang, weißt du ja, habe ich ja gesagt. Ja, genau. Wolfgang Amadeus Mozart. Die Chemie stimmt zwischen uns. Also ich finde, der Vorteil, jung zu sein, ist irgendwie, dass man... Man hat seine Freiheit. Nicht so viele Vorteile. Man hat Hoffnungen auf die Zukunft. Ich würde tatsächlich lieber erwachsen sein. Erwachsene arbeiten ja. Und sie verdienen Geld. Und sie wissen auch mehr. Ja, nicht immer. Ich glaube nicht unbedingt, das Leben wird verbessert. Doch, anstatt Autos mit Abgasen könnte man einfach E-Autos, die fliegen können, nehmen. Man steigt in sein Auto-ähnliches Mobil und dann fährt das Auto alleine und teilt mir mit, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Ich liebe also Roboter und ich wollte immer selber einen haben. Sie faszinieren mich, dass sie so viel Ausdauer haben und für uns eigentlich auch arbeiten können, ohne irgendwie zu meckern oder so. Und es wird nicht lange dauern, dann kann man dem Roboterhund sagen, hol mir mal eine Flasche Bier. Sowas ja. Und mich entertain. Hallo. Weiß nicht, ob das ein Staubsauger ist? Ich habe keine Ahnung von der Küche. Ich kriege auch kein Spiegelei hin. Darum wäre es ja am besten, wenn du einen Roboter für die Küche hättest. Ja, das wäre gut. Aber da habe ich ja einen. Meine Frau. Der war nicht schlecht. Ich fände es nicht gut, eine Freundin, die ein Roboter ist, mit Gefühlen. Weil sie würde dann ja auch fast die ganze Zeit ja sagen. Also ja. Und man kann sie doch nicht lieben. Ja, genau. Man kann zum Beispiel nicht... Kann auch keine Kinder bekommen. Genau, richtig. Die richtige Liebe im Leben, das macht Klack, das ist da. Wir saßen immer zusammen, sie war ja meine Sekretärin. In der Grundschule dachte man bei uns erstmal so, Liebe ist eklig. Aber dann später im Gymnasium denkt man irgendwie, oh ja, cool, jetzt habe ich ein Mädchen. Also ich muss wirklich sagen, der Junge gefällt mir. Ach, es war schön mit dir. War auch schön mit dir.